Harry, wir haben definitiv alles. Ja. Wir haben's. Wir haben's einfach mal wieder geschafft. Wie easy war das? Manuel, der Clownsfisch und ich, wir sind sehr, sehr stolz. Nein. Auf. Was? Achso, ich dachte schon, du isst ihn. Nein, ich wollte ihn nicht essen. Benny? Edgar? Edgar? Puffy? Puffy? Hi! Hallo! Hey Jungs, endlich seid ihr da! Edgar, was geht hier ab? Ihr habt scheinbar die letzte Dimension zerstört und wir wurden alle hierhin teleportiert. Allerdings sind wir bereits einen Tag in dieser neuen komischen Welt. Komische Welt? Ich dachte, wir wären endlich zu Hause. In dieser Welt leben ziemlich verrückte Dorfbewohner und die Meere sind plötzlich voller Leben. Aber es gibt ein ganz großes Problem. Wir wurden eingeschlossen. Was? Ja, die Welt wird von einer Border begrenzt, die sich jede Nacht vergrößert. Ja, und wie kommen wir denn jetzt hier wieder weg? Wir müssen flüchten. Ja, und wie? Ich meine, wir sind doch hier gefangen, Edgar. Wir müssen zum Enderdrachen flüchten, ihn besiegen und dort sein Portal manipulieren? Wir können dann zurück nach Freedom und Puffy in die Welt von Minecraft Aura. Ja, warte mal, aber wer hat uns denn jetzt überhaupt eingesperrt? Es scheint nicht Cerberus zu sein, sondern eher ein alter Bekannter. Oh nein. Legt euch jetzt erstmal hin. Dieses Abenteuer und diese Welt werden eine ganz neue Herausforderung für euch sein. Aber Puffy und ich haben morgen noch eine ziemlich geile Überraschung. Oh, geile Überraschung. Klingt aber gut. Ja, lass uns schlafen. Wollen wir ins Bett? Ja, kuschel. Komm. Wollen wir nicht in ein Bett? Ja, okay. Ins rechte, komm. Dann nicht. Ist schon okay. Gute Nacht. Palette, wie siehst du denn aus? Manuel. Ja? Ich Ach bin so. Hier. Hallo. Wie kannst du denn? Ich sehe so aus. Komm zurück, Harald. Ha! Oh. Das sind die Geschenke, von denen Edgar geredet meine hat. Portal-Gun. Ja. Oh, endlich Nimm wieder. Sie. Was ist das? Warte. Zack. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Minecraft-Projekt. Und zwar Minecraft-Flucht zusammen mit German Let's Play. Hallo. Meine Damen und Herren, dieses Spiel hat, wie ihr schon mitbekommen habt, ein paar Regeln. Manuel, Regel Nummer 1. Wir haben nur ein einziges Leben. Das bedeutet, wenn einer von uns beiden stirbt, ist er für immer raus und tot. Oh nein. Also bitte nicht sterben, ja? Bitte. Ja, nicht Edgar. Denn unser Ziel bei diesem Projekt ist es einerseits Edgar und... Er kann fliegen! Puffy? Er kann fliegen! Was denn? Guck ihn dir an! Lass Edgar in Ruhe. Wir haben nämlich auch hier eine wunderbare Gravity Gun. Und die gute alte Portal Gun. Allerdings in einer etwas anderen Version. Denn wir spielen auf der mittlerweile aktuellsten Minecraft-Version. Dort gibt es eben noch nicht die verschiedensten Mods. Aber... Oh. Genau. Wie eine Portal Gun funktioniert, wisst ihr, glaube ich, noch alle aus Minecraft-Flasche. Und wie gesagt, unser Ziel ist es, Puffy zurück nach Minecraft-Aura zu bringen und Edgar zurück nach Minecraft-Freedom. Dazu müssen wir zum Enderdrachen ihn kalt machen und dann müssen wir dort die Portale manipulieren, um dann, wie gesagt, nach Freedom und Aura zu kommen. Ja. Und dazu kommt, dass wir hier die Barriere haben, die sich... in jeder Nacht um 50 Blöcke erweitert. Und wir müssen dann praktisch flüchten. Deswegen heißt das Ganze Minecraft Flucht. Und ganz ehrlich, ich persönlich, Manuel hat schon ein bisschen Erfahrung, aber ich habe die 14.4 noch nie gespielt. Die Dorfbewohner sind ja mittlerweile komplett anders. Was guckst du mich so an? Ich hab nix. Komm mal her. Was denn? Guck dir die Leute an. Die leben in einer anderen Welt. Was? Da unten. Ich sehe da, guck mal da ganz hinten. Ja, da ist die Stadt. Das sieht wesentlich schöner aus als hier. Hier wohnen die ganzen Moloks. Ganz da ehrlich, und da hinten leben sie wie Könige, schön am Wasser mit dem Swimmingpool. Da hinten ist sogar ein Meer. Ganz ehrlich. Irgendwann, wenn wir da hingehen. Ja, sollten wir vielleicht die Typen nicht... Den neues Leben ermöglichen. Guck ihn dir an. Ja, hier dem Typen, der bei mir gepennt hat. Warte, wo ist der denn? Ja, stimmt. Warte, wie sah der denn aus? Ja, der sah anders aus. Hä? Wo bist du? Nein, sie haben ihn kalt gemacht, weil er anders aussah. Das ist er nicht, oder? Warte. Doch. Doch, das ist er. Ja das ist der Typ. Ach, der kleine Fratz. Hat er denn einen Beruf? Harald? Er ist ein Geistlicher. Ach so. Was bringt das? Ja, wie sehe ich denn, was er ist? Ach hier, geistlicher Neuling. Angebot, ja, das ist ja komplett anders als früher. Ja, und die haben gar keinen Job. Aber das können wir noch ändern. Ja, kein Problem, Jungs. Wir sind ab sofort eure neuen Champions. Wie wollen wir denn anfangen? Weil
Langsam habe ich Hunger. Oh, ja, das ist eine gute Frage. Nein. Oh, nein, das ja, ist Edgar. Komm, einmal übers Feuer, einmal drüber. Nein. Aua. Aua, ich, hey, ich war das verbrannt. Nicht. Okay, warte mal, wir müssen... Ey, lass mal bitte Edgar kurz hier abbinden. Oder können wir ins das Haus Ding... stecken. Was? Warte mal, mach mal ab. Ich nehme ihn. Mach mal ab. Okay, ja. Ja, genau. Und jetzt einfach hier rein. Einfach. Das geht nicht. Warte, ich, so. Mach die, ich baue die Tür ab. Oh. Ah, nee, kurz. Nee, mach ein Portal rein. Stimmt. Rechtsklick. Ja. Jetzt schieb ja. ihn durch. Ach so, dadurch? Nee, durch das... Ja! Okay. Nein, Edgar. Nein. So, ich mach Edgar Tür bleibt zu. Da. So, damit die anderen, damit der Typ dich nicht grillt. Ja, guck, ich sehe dich. Ich weiß, dass du Edgar grillen willst. Ja, aber wovon leben die denn? Was machen die denn hier? Wir sollten die haben ein Haus und können nicht zu ihren Freunden. Psst, ey. Psst, lass mal hier in der Ecke. Lass mal, ja? Weil wir brauchen Holz. Och, lass stimmt. mal hier in der Ecke dein Haus abbauen. Aber psst. Die gucken okay. gerade nicht. Ja, ja. Nimm einfach mit. Okay, craftest du Spitzhacke und so? Ja, ja. Okay. Hörst du auch die Katzen? Ja. Ja? Sind das deine? Ja, ja. Ah, oh, okay. Oh, okay, guck mal, pass auf. Bringen Katzen irgendwas? Ja. Nee, ich denke nicht. Ja. Oh, nee, das ist auffällig. Das sind, dann wissen die sofort, dass wir das waren. Hä, warum denn? Warte, oh, ich kann es wieder abbauen. Er war's. Er war, ich schwöre, ich weiß hey, ich nicht. Lauf, lauf. Weißt du was, ich kann einfach so machen, guck. Oh Gott, ja lass da. Ihn doch. Ja, er soll hier aufmucken. Geh doch rein. Jetzt ist er drin bei Edgar. Ja, ist doch schön. Nee, Mann, verpiss dich. Hä, hey, was macht er? Lol. Zack, und weg ist er. Hä? Oh, ist Edgar wieder draußen. Ich wollte dir nicht wehtun. Jetzt hör doch mal ja. auf, jetzt. Das sind sie. Aber guck, Edgar sie gehen sollte noch da rein. Jetzt drei Stück. Die geht einfach wieder rein. Ja, warte mal, wir brauchen jetzt mal ohne ja. Witz, wir brauchen wirklich irgendwas zu essen. Ich baue jetzt dieses komische Ding hier ab. Das ist mir was viel denn? Zu unsicher. Ach so, mit dem Feuer, ja. Ja, ja. Ich hol Stein. Zack. Ah, Holzkohle habe ich sogar bekommen. Ja, genau, gib mir auch mal eine Spitzhacke, bitte. Ja, eine Holzspitzhacke oder? Wollte ich dir jetzt nicht geben. Ich hab jetzt. Ach so, okay, ja, geil, sehr gut. Hier. Ach, danke. Ja, dann grab ich mich einfach ja, mal. Ja, komm mal, Edgar will mit. Aber warte, können wir nicht für irgendwie... Bitte, gib mir Weizen. Kommt aus Gras? Gibt's da nicht so einen... Ja! Ja! Weizenkörner! Ja. Hast du welche? Ja, ich hab welche. Ja, dann können wir doch perfekt anbauen. Ja, aber wir brauchen Wasser. Und das Wasser ist hier vorne direkt in dem Brunnen. Ja, aber dann müssen wir mindestens eine Nacht warten. Bis dahin ja. sind wir längst verhungert. Nee. Ach, ich hab Edgar. Mann, Junge! Ich grab hier mal runter, okay? Ja, ich mach dir mal ein Schwert. Hier. Rudi. Ich höre hier auch Katzen. Ja, die ganze Zeit. Oh, jetzt wird's hier aber ein bisschen dunkel. Oh! Okay. Ich ha, komme. Ich hab die Katzen gefunden! Hi, ja. Jungs! Warte. Du willst eine kleine Süße? Oh. Oh, kann man die essen? Nein. Die Welt hat sich erweitert. Was? Ja, es wird Nacht. Ach so, das bedeutet, die Dämmerung. Immer wenn die Dämmerung beginnt. Ja. Ja, nice. Zu, das ist ja super easy going. Dann brauchen wir nur so. Eisen. Hä? Was ist das? Wieso? Ach so, für einen Eimer. Eine Glocke. Was passiert mit der Glocke? Kann ich die Leute? Ja, dann kommt ein Händler. Ernsthaft? Ja, ja, wenn man eine hat, dann kommt da manchmal ein Händler vorbei. Händler, bitte. Ja, warte, der kommt jetzt nicht. Hey, Händler! Ich hab 'ne Idee. Ich zerstöre alles. Wieso? Oh, damit das Wasser läuft. Oh, oh. Was denn? Da unten ist unser erster Gegner. Und, kurz zur Erklärung, bei Hardcore, die Gegner sind auch automatisch auf schwer. Da unten ist auch noch ein Haus. Ja. Mit einer dicken, fetten Da vorne! Da ist was Weizen! Denn? Da liegt einfach Weizen rum. Aber wir müssen ja, an den Typen vorbei. Ja, bau erst mal an. Nicht, dass wir... ich hab Hunger. Hier. Hast du noch mehr? Oh, Hobbygärtner, nee. Aber warte mal, wir könnten... Lass uns das mal ganz tricky machen. Ah, Knochenmehl. Wäre cool. Ja, aber lass uns doch hier locker flockig... Da ist sogar ein Skelett. Längs ja, graben. Ja. Wir graben hier locker flockig hin. Ja, aber wir haben eine Portalgun. Wir könnten uns auch runterporten. Oh, da kommt einer. Ey, ich würde das Skelett holen. Genau, wir spielen auch mit dem neuen Kampfsystem. Genau, also und das heißt auch, wir können uns gegenseitig treffen, was mega gefährlich ist. So, ich hol's eben. Ja, aber, wie kommen wir denn wieder hoch? Ja, genau so. Nee, ich will gar nicht runter, ich will den da holen. Hier. Ach so. Er ist da. Oh, der hätte uns fast Gott. Runterschießen können. Ja, er hat mega viel Damage, mal Hälfte Leben. Ernsthaft? Alter, ja. Okay, dann müssen wir ein bisschen... Knochenmehl, hier. Vorsichtiger sein. Ja, Weizen. Ja, aber unten sind Weizendinger. Lass uns doch die lieber holen. Ja, aber da sind noch mehr Gegner. Du darfst nicht vergessen, wenn wir tot sind. Ja, ich weiß, dann ist das Projekt vorbei. Ja. Aber deshalb können wir uns doch safe runtergraben. Nein. Willst du? Ich sag's dir, ich bin krass. Ja. Ah, hier ist... Bin hinter dir. Scheinbar... Oh Gott, ja, ich seh's. Okay, nee, lass uns zurückgehen. Ja. Das ist wirklich ein bisschen heavy, wenn du meinst, dass du von einem Skelettschuss... Hattest du nein, Hälfte ein oder zwei. Aber ist ja egal, ich bin halt fast tot. Mir fehlt ein Weizen. Ja, wir könnten da unten halt alles abbauen. Wir müssen darauf warten, dass wieder Tag ist. Komm, weißt du was? Kämpf du gegen das Skelett. Gegen ein Skelett. Okay. Oh Gott. Ja, oh Gott.
Oh Gott. Der kam von oben. Ja, ich gehe hier längs. Und dann ich porte es. Ach so, okay. Ich kann okay. Er kommt, ja. Oh, lol, komm. Als ob. Tot ihn. Ja. Oh. Sehr schön. Ja, aber nichts gedroppt. Nichts gedroppt, okay, dann nochmal. Ja, meinst du, du schaffst da rein? Ich hab halt auch Hälfte Leben. Ach so. Wir sollten. Oh, und da oben, guck mal, da spawnen immer mehr. Als ob. Ja, wir haben sie kommen. Großes. Wir müssen uns halt krass einfach nur. Ist das? Vorsicht. Oh. Wir müssen uns doch nur runtergraben. Ja, stimmt. Aber die haben halt alle einen Bogen, ne? Ja, aber wir müssen da ja nur einmal hinlaufen. Komm, es bringt sowieso nichts. Anders kommen wir nicht an Essen. Ich baue hier zu. Ja. Bam. Hier wird zugebaut. Ich höre eine Katze. Ich auch. Können die uns verteidigen? Ja, bestimmt. Leute, pass auf. Easy going, kein Problem, Brody. Du machst das. Oh Gott, ich guck hier kurz mal rum. Ja. Ich sehe halt keinen. Du musst immer wieder zurückkommen können, ne? Das ist wichtig. Ey, da sind einfach viel zu viele. Oh, ein Enderman. Ja, das kannst du. So, obwohl, warte. Warte. Was denn? Guck ihn nicht an, Alter. Der hat gerade hierhin geschielt. Wow, guck ihn nicht an. Ist klar beim Enderman. Guck mal, wir werden jetzt hier so ein kleines Ding bauen für die. Ja. Und dann teleportieren wir die einfach immer hier rein. Und dann ist die Bahn frei. Wir gönnen uns das Weizen und schlagen uns den Wanst voll. Okay, warte. Zack. Geh raus. Gut. Ja. Ich weiß nicht, wo wir da auskommen. Mach zu. Ja, okay. Warte. Gerade. Spinne. Oh, vorsichtig. Keine Ahnung wo. Ach so. Huh? Ich switche jetzt und dann habe ich das andere Portal. Genau. Wir testen es mal, aber am besten. Ja, doch, mit dem Enderman auch. Ja, genau. Na komm. Ah, er ist drin und hat Damage bekommen. Ja, perfekt. Dann mach das jetzt auch mit den anderen. Ich komm mal mit. Ja, aber da sind gerade keine anderen. Ja, dann runter. Ich hör die Spinne immer noch. Ja, dann stoß mein ich Gott. Dann die kommt. Oh, hinter dir. Oh Gott. Bring ihn um. Ja, Alter, alles drei gut. Herzen. Okay. Ja, da vorne sind halt. Genau, die müssen unbedingt weg. Ja. Guck mal hinter uns irgendwie, ob da oben was ist, was gerade runter will oder so. Da ist der Enderman. Da ist ein Eisbär oder oh, so. Oh nein. Nee, das ist die Katze. Das war eine Katze. Ja, wollen wir da ran? Aber wie? Oh, direkt unter uns ist ein Creeper. Ja, ach so, der, ja. Warte, ich hol ihn. Und von links die Spinnen müssen weg. Ich hab sie. Ja, die Spinnen, die will gerade die Border hoch. Ups, ich hab aus Versehen geschossen. War das orange? Weil, wenn ja, dann ist gut. Wie hab ich denn... Oh Gott, ich bin ein bisschen überfordert. Aua, ich bin runtergefallen. Oh nein. Okay, ich baue ab. Hol's dir. Ja. Du musst beobachten. Oh, ich darf bloß nicht in das Portal rein. Ich muss gerade dich wieder hochholen. Nimm mit. Ja. Genau. Ich hab alles, ne? Ja, den einen noch. Ja. Ich hab halt Angst. Da kommt eine Spinne. Komm her. Okay, komm. Dann lass uns gleich erstmal essen, damit wir regenerieren. So. Ach, der Crafting Table sieht aus. Ach, stimmt, du brauchst ja einfach nur ein Crafting Table. Ja, Crafting Table. Ja, dann mach ich erstmal so. Einen Stock. Oh, vorsichtig. Lass das nicht offen. Hier ist die Spinne, du weißt. Dann hole ich ganz kurz einmal, weil ich hier Holzkohle hab, eine Fackel. Oh ja, mach das hier. Kriegst du noch Weizen? Zack. Ich hab drei Herzen, ne? So. Drei. Und. Zack, wir haben über ein Stack Weizen. Ich mache uns direkt 8 Brote. Gib mir eine Knifte. Ja. Hallo? Hallo, ich habe 3 Herzen. 3! Jetzt gib mir Brot. Hier, Brody. Och, hast du noch mehr? Was meines ist auch dein. Ja, hier, gib mir noch mal 3. Oh. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Nicht bewegen. Ich habe. Oh Gott. Oh Gott, mach das Portal weg. Rechtskrieg geschossen. Mach das Portal weg. Du landest in der... Das ist ja geisteskrank. Okay, ich nehme das Ding hier wieder mit. Ich pack das Portal, die Portalgunner jetzt mal raus. Warte mal, als nächstes ist wichtig, wir brauchen unbedingt Rüstung. Ich brauche noch Essen. Was, immer noch? Ja, ich habe... Du hast doch 3 bekommen. Ja, jetzt 3 gegessen. Ich nur noch 3 und... Ich auch, 3 nur noch. Oh Gott, zurück. Lauf. Ich bin voll. Ach du Ja, deshalb sage ich doch. Ja, ich kenne das. Er ist tot. Oh Gott. Da ist noch mehr. Hab ich gerade einen Enderman angeguckt? Nee, der ist hier irgendwo in der Nähe. Der ist eine doofe Spinne. Warum? Ey, lass aber nach oben. Okay. Ja, lass nach oben. Ja, aber da ist bestimmt auch alles voll. Wir brauchen unbedingt. Oh Gott, ja, ich seh's. Ey, wollen wir nicht einfach in die Höhle? Wann? Oh mein Gott. Okay, hab ihn. Ja, wir müssen gleich sofort runter. Ja, Spinne. Geh auf die Spinne. Ach, die ist ja gar nicht aggressiv am Tag. Egal, hab sie trotzdem. Ah, ja, wir können hier hoch. Hier oben geht's ja jetzt weiter, stimmt. Oh, Vorsicht, Brody, du bist direkt... Creeper sind echt sick. Ich weiß. Ist denn in diesen neuen Villager-Dörfern, ist hier irgendwie was wir looten können? Ja, es gibt Kisten und es gibt auch, glaube ich, Öfen, in denen was drin sein kann. Hier vorne ist noch ein Haus. Und was ist hier da? Ist nichts drin. Ach so. Da wohnt nicht mal ein Villager. Bald wieder.
Wie besiedeln das? Ins gelobte Land geführt haben, nach da hinten, da wo die Arroganten leben. Ja, die Abgehobenen, da will ich auch dazu gehören. Okay Leute, das war's mit der ersten Folge von Minecraft Flucht. Ab sofort täglich, immer abwechselnd auf den Kanälen von German Let's Play und mir. Die zweite Folge gibt es dann auch morgen auf meinem Kanal. Die dritte Folge bei German Let's Play und so weiter abwechselnd. Deswegen abonniert auf jeden Fall beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen mehr zu verpassen. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Und wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder. Okay, haut rein. Tschüss.